So, wo ist Göllabslöck? Das ist da oben. Ist alles Göllabslöck? Na gut, dann kann der Krieg hier ruhig verloren werden. Das heißt, der kleine Knabe da verliert den Krieg jetzt oben, verliert das Gebiet oben und tritt dann uns bei. Das heißt, wir haben dann wirklich auch nur die Gebiete hier unten, weil ich mag das Verstreute nicht. Also es tut... Ja, hier. Quarksecke da oben. Die übersehe ich halt gerne mal. Und nur wegen ihm müssen wir jetzt hier ganz Schweden und so erobern. Ganz Skandinavien. Letztendlich ist alles da oben deins. Es weiß es noch nicht. Ja, das kommt. Gero, du bist dieses Jahr 10 Jahre Let's Player und hast nie Urlaub gemacht. Hast du vor, wenn es wieder möglich wird, mal Urlaub zu machen? Ich bin allgemein nicht so der Wegfahrmensch. Ich wollte es eigentlich letztes Jahr schon mit der Kleinen nach Disneyland. Aber dann ist da ja was passiert, was das Ganze unmöglich gemacht hat. Aber sowas würde ich gerne demnächst machen. Also nicht demnächst, sondern wann auch immer das wieder möglich ist. Und nicht sofort, wenn es möglich ist, weil das ist auch wieder ein bisschen verantwortungslos. Aber ich denke mal, dann nächstes Jahr oder so, was mit der Kleinen zu machen, wäre toll. Und ich habe zwischendurch so eine Mini-Urlaube. Also auch in letzter Zeit mache ich nicht ganz so viel Content, wie ich es eigentlich könnte. Weil ich halt eher mit Haven and Heart beschäftigt bin. Da habe ich ja mit ein paar Leuten aus der Community gerade was am Laufen. Und das ist für mich dann auch schon so eine Art Mini-Urlaub, weil ich halt nicht so viel Content produziere. Oh ja. Könntest ihn eh nicht vasilieren, da er viel zu viel Land hat. Ah, okay. Das heißt, er müsste jetzt eh sein Land da verlieren, damit er uns beitreten könnte. Ja, dann machen wir einfach jetzt gar nichts und gewinnen so. Das klingt doch super. Ganz entspannt für einen Geburtstagsstream. Wir gucken zu, wie andere Leute sterben und schnappen uns deren Land. Au. Oh. Ich hätte nichts sagen sollen. Schwindsucht, mein armer Sohn. Heute erhielt ich schreckliche Neuigkeiten. Mein Sohn und Erbe Quarks ist krank. Was für Scheiße. Also nicht nur wegen Quarks, sondern halt auch, weil er unser Erbe ist. Und das macht das Erbrecht kompliziert und so. Schwindsucht. Der Ausgang ist unsicher. Der Tod verweilt an seinem Bett, doch er könnte überleben. Die Nornen allein weiß es. Was ist Schwindsucht? Also übersetzt in modernes Deutsch. Ist das eine Krankheit, die wir noch haben? Quarks röchelt im Chat. Das ist ein Feind, vor dem ich ihn nicht beschützen kann. Das ist eine Lungenkrankheit. Oh, Tuberkulose. Okay. Man hustet Blut. Jo. Wir haben eine. Stopp, Pause. Hof. Wir haben ihn als Hofarzt, ja. Und er mag uns auch, das ist okay. Ein Zeichen von Odin, dass du Blut hustest. Es ist ein Test. Es ist ein Test der Götter, ob du würdig bist, das Erbe anzutreten, Dänemark zu vertreten und das Großreich Skandinavien zu gründen, sobald dein Papa gestorben ist. Wo ist meine Armee? Hofarzt, also hilft er mir nicht. Der hilft den Verwandten nicht? Ja, komisch. Pferdschaf meint gerade. Klamotten weg und ab in den Wald mit ihm. Das war in Crusader Kings 2 eine legitime Kur. Daher kam ja auch der Name Nacktänzer von unserer Dynastie. Weil je nachdem, wie einen die Hofärzte so mögen oder nicht, haben sie halt andere Vorschläge, was man machen soll, um sich zu heilen. Wie auch den Arsch ins Acker halten oder so. War auch dabei. Quarks, du hast doch hoffentlich bestimmt deinen eigenen Hofarzt. Stimmt, er ist ja ein eigenständiger Herrscher. Da. Kann ich mir seinen Hofstaat angucken? Also er hat schon mal eine böse Gierschlundfrau. Hat einen 14-jährigen Sohn. Kannst du nicht angucken. Ach, schade. Du hast eine sehr interessante Konkubine. Mit einem sehr ausgeprägten Kinn.
Hat Charakter. So. Ja, dann viel Glück mit dem Bluthusten und so. Den Hof schon, aber nicht, ob er einen Arzt hat. Stimmt, der Hof ist wichtig für Intrigen und so, wie man den bestechen möchte. Ich erinnere mich. Sei es drum. Wir jagen derweil weiter. Die Typen da oben. Das ist kein gutes Zeichen, oder? Neuer Erbe. Euer Sohn Häuptling Ecki Sigurdsson von Rostock ist euer neuer Spielererbe. Wie kommt das? Es kam keine Todesnachricht. Moment mal. Kinder. Knut. Das lebt doch noch. Quarks. Sieht immer fertiger aus. Gott. Einbeinig, Schwindsucht, Eunuch, verwundet. Jo. Da wurde ein bisschen mehr gelassen als nur Ader. Verpatzte Krankheitsbehandlung. Die haben ihn untenrum beschnibbelt als Krankheitsbehandlung? Ah, Eunuch kann keinen Titel erben. Echt? Oh, ja, weil er keine Kinder mitzeugen kann. Oh, feier. Ja, kann keine Kinder bekommen, kann keine Titel erben, darf nicht heiraten. Das ist aber gemein. Quarks wurde vorsätzlich entmannt. Also wenn du einen Hofarzt hattest oder Hofärztin, dann hast du dich irgendwie nicht gut mit denen gestellt. Wächst alles nach. Aber seine Frau sieht zufrieden aus. Oh, ja, die mag uns irgendwie nicht. Matt Larkin meint mein Beileid. Uff, ja. Gut. Bye bye, Quarks. Dann. Ecki ist jetzt unser neuer Fokus. Immerhin war ich vorher fleißig. Ja, vorgearbeitet. Sehr gut. Warum mögen die Frauen uns alle nicht? Also unsere Kinder und Vasallen mögen uns alle, aber die Frauen mögen uns nicht. Na gut, also, Ecki. Ecki ist nachsichtig, ungeduldig und mitfühlend. Interessante Kombination. Zäher Soldat, Logistiker, unnachgiebiger Verteidiger, Spindeldürr. Ein spindeldürrer Berserker, der verwundet ist. Ja. Nachsichtig ist Sünde? Was? Iki lässt schlimme Dinge schnell hinter sich. Schlimme Dinge, die andere gemacht haben, ne? Nicht, die man selber gemacht hat. Chat meint gerade, wobei er, also Quarks, ja schon Kinder hat und verheiratet ist, also eigentlich nichts gegen das Erbe spricht. Ja, verstehe ich auch nicht ganz. Weil es ist für die Dynastien halt wichtig, dass es Erben gibt. Damit es nicht irgendwann zu Zwistigkeiten kommt, weil kein rechtmäßiger Erbe da ist oder irgendein Bastard gesucht werden muss oder ähnliches. Einfach Game of Thrones gucken, um mal einen Überblick zu bekommen, wie das abgehen kann. Oder ähnliche Serien. Aber da er ja schon beides hat, das verstehe ich auch nicht ganz. Aber es ist wahrscheinlich einfach nur ein Toggle im Spiel. Sobald schnipp schnapp, dann vorbei. So. Stats sind so lala. Also er kann sich selber einigermaßen verteidigen. Armeen anführen eher nicht. Und auch bei anderen Sachen ist er einfach nur durchschnittlich. Das heißt, eventuell skippen wir dich recht schnell, Ecki, und machen mit einem deiner Kinder weiter. Die sind noch viel zu jung. Enkelin? Ach, du bist ein Mädel. Ja, sorry, das bringt ihm schon mal gar nichts. Fasti Ekison ist ein Denker.
ist nachdenklich. Und auch Spindeldürr. Ja, eigentlich wollten wir gar nicht mit den Leuten da weitermachen. Weil die haben halt einen genetischen Defekt. Das ist nicht gut für eine Erblinie. Wer ist der Nächste? Warte. Wir müssen eventuell was arrangieren. Nachfolge. Wo kann ich sehen, wer danach dran ist? Primogenitur gibt es erst im letzten Spielabschnitt. Da haben sich schon viele beschwert. Okay. Aufs Wappen klicken. Und dann? Bin ich doch schon. Weiter links. Nein. Noch weiter links? Was hast du? Falsche Wappen, den Königswappen. Ah, hier, Reichsnachfolge. Okay. Also, Eki ist unser Haupterbe gerade. Danach kommt der Sohn von Eki, der auch schwindsüchtig ist. Und danach kommt unsere Tochter, die aber schon 43 ist und im Knast. Und ganz danach kommt irgendwann er hier. Mit 5 Ansprüchen. Kein Mitglied eures Hauses. Hat aber für 7 Jahre schon gute Stats, oder? Du bist ein nicht verwandtes Kind oder wird schon am Hof betreut. Es wäre jetzt komisch, wenn wir zu ihm gehen und sagen, wir würden gerne ein Kind kaufen. Also ich würde ganz gerne, dass irgendjemand sich um den kümmert, der auch gut drauf ist. Und dann würden wir ihn so für in ein paar Jährchen als möglichen Kandidaten, als Spielercharakter in Betracht ziehen. Aber wir können nicht Eckis Blutlinie weiterspielen. Das mit dem Spindeldürr ist sehr unpraktisch. Die einen sind Spindeldürr, die anderen kriegen Tuberkulose. Das ist ja alles nicht so praktisch. Sei es drum. Okay, machen wir weiter. Die Plünderer sind weg. Du siehst nicht mehr fit aus. Laute Stimmen beim Ting-Treffen. Ting-Treffen sind ein notwendiges Übel, wenn man als König etwas auf sich hält. Alle freien Menschen an entgegenkommen zusammen, um die örtlichen Angelegenheiten zu besprechen, Handel zu treiben und miteinander um dieses oder jenes Vorrecht zu buhlen. Wie es bei den Zusammenkünften dieser Größe nicht anders zu erwarten ist, neigen sie dazu, in eine erhitzte Stimmung zu geraten. Und dieses Ting ist da keine Ausnahme. Ich habe Mühe, ob des vielen Geschreis allen Einzelheiten zu folgen. Sobald so viele Leute schreien, dass du nicht mehr weißt, wer schreit, solltest du einmal ganz laut schreien und dafür sorgen, dass alle ruhig werden. Das macht man so als Herrscher. Und dann strukturiert man das Ganze. Doch anscheinend liegen die Leute aus Lollan-Falster mit denen aus einem Dorf an der Grenze von Sjelland im Streit. Lassen sich die guten Leute aus Lollan-Falster so etwas von Sjelland gefallen? Anderweitig beschäftigt? Diese Grafschaft ist zu sehr damit beschäftigt, gegen ihren unmittelbaren Nachbarn zu kämpfen, dass sie ihre Unruhe gegen ihren Lehnsherrn. Okay, die mögen uns beide mehr, aber wir haben weniger Aufgebot. Das ist nicht gut. Sie werden irgendwann schon von alleine müde werden. Ihr verliert Anspannung. Wie jetzt? Wir haben keine Nachteile und werden entspannter. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und wir haben Anspannung. Ja komm, ignorieren wir die Schreihälse einfach. So. Achso, genau. Plünderer sind weg. Alle auflösen. Ja. Ihr könnt einen neuen Vorzug im Verwaltungsplan freischalten. Da.
Also es gibt da so einen Hasen bei mir im Leben. Der ist noch aus meiner Ehe und lebt bei meiner Ex-Frau. Und der hat sehr viel durchgemacht in seinem Leben schon. Und jedes Mal, wenn ich diesen Hasen sehe, der auch schon auf einem Auge blind ist und viel zu alt ist, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, muss ich an einen Kriegsveteran denken. Und ähnliche Gefühle kommen bei mir jetzt hoch, jedes Mal, wenn ich ihn hier sehe. Armer Kerl. Academy Pilot hat subscribed. Dankeschön. Melinach meint, die Nachfolge noch zu ändern, ist anhand deiner Falten schwierig. Ja, das wird nichts mehr. Also es wird Ecki werden. Und eventuell müssen wir dann einfach mit dem Spindeldür klarkommen. Es ist ja eigentlich auch nur ein Stat-Abzug. Ich weiß aber nicht, ob er dadurch auch anfällig ist für andere Krankheiten. Weil halt unterernährt oder ähnliches. Gebäudebauzeit. Einfach jemanden einheiraten, der viel isst. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Mach hier einfach weiter. So, wir müssen jetzt eigentlich nur darauf starren, dass dieser Krieg da zu Ende geht. Enkel wurde gefangen genommen. Wann, wo das denn? Das wieder hier oben? Nö. Ah, der war vielleicht irgendwo anders am Hof. Enkel wurde freigelassen. Die machen das schon. Komplimente. Mein Vasall Häuptling Dürri soll empfänglicher für meine Versuche werden, mich ihm anzunähern. Da steht keine Prozentchance diesmal. Was bist denn du für einer? Unerschütterlichen Glauben loben. Er ist nicht so frömmig. Er ist keusch. Und maßvoll. Oder doch, der kann scheint. Ist ein Konkubinenkind. Könnte irgendwas über seine Mutter sagen. Nein. Seine unvergleichliche Fähigkeit im Umgang mit Menschen loben. Er ist eher Verwaltung, ne? Bestimmtes Auftreten? Nein. Ich glaube, ich nehme das mit dem Umgang mit den Menschen. Weil treuherzig, maßvoll und gut im Verwalten. Schau mal. Ein Rätselspiel. Rätsel sind in den Kreisen der Nordisch. Ein beliebter Zeitvertreib. Zwei oder mehr Spieler tauschen zunehmend schwieriger zu knackende Rätsel aus, die oft in Reimform vorgetragen werden und vor Allegorien und mythologischen Anspielungen strotzen. Also so wie das, ne, Nordmänner alles nur Wikingerhelm tragende Barbaren waren. An einem besonders langen und langweiligen Tag kommt ein Höfling Oder auf die Idee, mich zu einem Spiel herauszufordern, während uns bestimmt die Hälfte des Hofstaats zusieht. Das ist gefährlich. Oh, Tollpatsch hat subscribed. Dankeschön. Es ist gefährlich, weil wir halt doch schon langsam älter werden und nie besonders helle waren. Das sollten wir also eher nicht tun. Null Prozent Chance, dass wir gewinnen. Ihr wollt meine Sprachkunst auf die Probe stellen, das wird ein Spaß. Für den Anfang. Wert kein Hin und Wandern in den Kerker. Nein.
Also nehmen wir wahrscheinlich das hier. Zu über 50%, nur knapp, aber über 50, gewinnt jeder Höfling und jeder Gast etwas Meinung für uns und wir kriegen Prestige. Und wenn wir verlieren, kriegt trotzdem jeder Höfling und jeder Gast Meinung zu uns, weil wir uns halt dem gestellt haben. Und wir verlieren nur 75 Prestige. Das hört sich gut an. Zing. Und wir gewinnen. Sehr schön. Sei gegrüßt, mein gütiger Lehnsherr. Unser letzter Briefwechsel war mein Quell der Freude und ich kam nicht umhin anzunehmen, dass wir beide häufiger kommentieren. Okay. Pause. Also er mag uns jetzt. Das heißt, wir können aufhören da. Das da kann aufhören. Aufgeben. So, wen sollten wir dann noch so... Die blinde Frau mit dem Messer. Die mögen uns alle einigermaßen. Oh. Hof. Erwa geht so. Das wird so ein Chaos, wenn wir sterben. Weil die hier mögen alle unseren Spielercharakter. Die werden Eki aber nicht unbedingt mögen. Bei den Vasallen. Achso, ja, hier. Oh, ja, da war was. beeinflussen. Plot schmieden. Und Geschenk schicken. Gut. Vasallen mögen dich immer weniger. Wie kommt das nur? Dabei zusehen, wie du älter wirst. Könntest du den Krieg bitte mal gewinnen oder verlieren? Einfach laufen lassen. Bemerkenswert, der Gast ist eingetroffen. Ui. Ja. Hof rekrutieren. Yep. Ich hoffe, die Champions und so bleiben auch alle bestehen. Wenn Eki das Ganze übernimmt. Das war doch recht viel Arbeit. Ein offenbartes Geheimnis. Eine schändliche Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Meine Vasallin Häuptling Yolanta, die uns, glaube ich, eh nicht mochte, soll mit jemandem aufs Heftigste kopuliert haben. Ihre Affäre war früh, der hört sich slawisch an. Ja. Was angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Solche Dinge dürfen außerhalb der Ehe nicht vorkommen. Ihr verliert eine Hingabestufe. Also erstmal, magst du mich oder magst du mich nicht? Du magst mich halbwegs. Bist schüchtern, religiöse Eiferer und zufrieden, aber unzüchtig. Okay. Einkerkern, dann Lösegeld wird vorgeschlagen. Könnte man glatt machen. Aber... Die gesamte Familie verliert 30 Meinung und sie verliert Meinung. Ich hielt die Eigenschaft unzüchtiger, das hat sie ja jetzt schon. Also ist das quasi ansteckend, ha? Gut. Also weil er hat das glaube ich vorher nicht, aber sie schon. Und jetzt hat er es dadurch dann auch und dann, ja. Nö, ich glaube ich lasse die das einfach mal weitermachen. Dadurch mag sie uns mehr und das Reich hält besser zusammen. Ein offenbartes Geheimnis. Vavicic, Ratsmarschall von meiner Vasallin Häuptling Yolanta, hat unanfechtbare Beweise vorgelegt, dass Vila gezeugt wurde von niemand anderen als er.
ich frage mich, kann es wieder seine wahre Herkunft oder kommt das für ihn so unerwartet wie für mich? Wird diese Offenbarung ein Segen oder ein Fluch? Was? Also sie hat mit dem da rumgemacht. Wir waren nette Herrscher und haben gesagt, komm, ist nicht so schlimm, macht euer Ding und ist gut. Und jetzt hupt er rum wegen dem Kind? Verstehe ich nicht. Und, achso, Komora war noch da und hat 16 Monate subscribed, vielen Dank. Lurkt mal kurz rein für den König. Jo, dann lurkt mal schön. Es gibt immer einen Punkt ist geschehen und einen Punkt wird geschehen. Die ist geschehen Effekte kannst du nicht ändern. Und Laiko meint, naja, er hat es jetzt sozusagen als seins anerkannt, denke ich. Aber er ist doch gar nicht wichtig, oder? Ja, ist ein landloser, älterer Typ irgendwo in Polen. Oder so. Ja. Schön. Häuptling Gelander verlor 20 Jahre lang 30 Meinungen von Vardrick. Ja, weil er jetzt rumgepetzt hat. Die beiden sind nicht verheiratet. Was ist so schlimm an ihrer Beziehung? Die Religion? Ja. Also das war sogar teilweise noch in meiner Kindheit ein Problem. Und in der vor meiner Generation auf jeden Fall richtig starken Problem. Also ja, wenn man nicht verheiratet war und eine Beziehung hatte mit anderen Leuten, wurde das echt nicht gern gesehen. Also damals noch umso mehr. Aber selbst jetzt, vor einigen Jahren war das auch noch ein Problem. Heutzutage gar nichts mehr. Wer hat das gedacht? So, eure sündigen Taten haben ihren Preis. Haben sie? Ja, der Preis ist, dass die uns jetzt mehr mögen, oder? Kind meiner Dynastie. Meine Tochter Gidda hat ein Kind zur Welt gebracht. Enkel. So, Topi hatte seinen Namen ja schon bekommen. Also, wer von euch möchte ein Kind werden von Gidda? Tolpert meint, perfekter Zeitpunkt für den Stream. Genau richtig, sowas Entspanntes auf einem anderen Bildschirm laufen zu lassen, während ich meine erste Vorlesung vorbereiten muss. Die armen Studenten. Es war schon eine ganze Weile her, dass du für den einen eingesprungen bist. Also ich kann mich noch erinnern, bei Wurm meintest du, dass du da schon Sachen vorbereiten musst. Das ist schon eine ganze Weile her. Gostral schreit Meld. Okay. Gostral können wir dann gleich machen. Gostral, sowas haben wir noch. Ragiman erklärt, ja, nee, du verlierst eine Hingabestufe, eine Glaubensstufe, wenn du nicht gegen die Unzucht vorgehst. Achso, ich habe bei den Glaubensstufen gar nicht drauf geachtet. Was für eine Glaubensstufe haben wir denn? Eiferer, 100%. Also wir waren schon ziemlich hoch. Eulenspielchen sagt, ich will dein Kind sein. Schmul auch. Ja, nee, Gostral war leider zuerst. Oben rechts die Knoten. Each. Hingabestufe, gläubig. Okay. Oh. Sündig, pflichtschuldig, gläubig, aufopferungsvoll, Tugendheld und Glaubensikone. Das heißt, wir waren vorher aufopferungsvoll? Okay. So, dann sehe ich noch Bits von Schmuel. Vielen Dank. Und ein Sub von Gostral. Dankeschön. Heil Gerugon dem Ersten, auf dass er die Papierkrone durch eine echte ersetzen kann. Was ist eine Metallkrone? Die bestimmt, wie oft Ketzereien vorkommen und sowas. Yo, du warst vorher aufopferungsvoll. Eine ist nämlich weg. Wo du gerade drüben warst, bei Azathru, ist der Eiferer der gesamten Religion. Okay.
Na gut. Möge dir stark und weise werden. Zack. Und wir starren jetzt weiter auf den Counter da. Ja, die Zeit sollte auch weiterlaufen. Minus 43. Tochter wurde freigelassen. Familiärer Ruf. Häuptling Quarks hat 20 Meinungen von euch erhalten. Du lebst noch? Göttliche Führung. Ich habe doch gesagt, das ist ein Test von Odin. Die Stimmen aus dem Jenseits unterstützen diesen Charakter. Zumindest erklärt er es so. Gab es da nicht bei Game of Thrones auch sowas? Mit Knickknack ab und dann durchdrehen? Bildung. Gesundheit stirbt. RIP. Oh, Odin, wie konntet ihr Quarks das antun? Wenn ich gesündigt habe, warum bestraft ihr dann nicht mich? Er war bar jeder Schuld, mein perfekter Sohn. Das Leben hat noch so viel mit ihm vor.